Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Alina Hückekamp. Ich freue mich sehr, jetzt dieses wunderbare Panel mit ganz tollen Gästen moderieren zu dürfen. Wir reden jetzt über die Ideen von heute, die das Morgen gestalten werden. Und dafür habe ich mit auf der Bühne den Sebastian von Urwahn. Hallo. Dann habe ich den Max von Mint. Den Karl Rotlauf von AVP und den Markus Gold von Lead4K. Wir werden gleich jeden Einzelnen noch mal persönlich kennenlernen und auch ihr Unternehmen kennenlernen. Deswegen würde ich sagen, starten wir direkt mit Sebastian. Film ab. Ich bin Sebastian Meinecke, einer der Co-Founder hinter unserem Brand Urwahn Bikes und ich bin passioniert in Design, Form und Technologien. Und wir haben es uns zur Aufgabe gesetzt, die Mobilität von morgen auf den Kopf zu stellen. Wir sind anders, denn unsere Bikes werden nicht konventionell hergestellt, sondern mit Hilfe des 3D-Drucks. Wir sehen uns als Teil der Mobilitätswende. Das heißt, wir wollen innovieren auf ganzer Ebene, vor allen Dingen im Rahmen unseres Produktportfolios, wollen weitere Lösungen schaffen, die maßgeschneidert sind, um hier natürlich nachhaltig Teil der ganzen Gesamtstruktur zu sein. Ich bin nicht der einzige Akteur bei uns hier auf der Spielwiese. Hinter uns steht ein sehr großes Team. Das ist Ramon, mein Co-Founder. Ich bin unter anderem für Produktion, Finanzen und Marketing zuständig. Urwahn ist eine Kombination aus Urban, unserem Einsatzgebiet, dem urbanen Gelände und Wahnsinn, also anders denken, anders sein und mal komplett andere Sachen auch ausprobieren. Wir sind der Überzeugung, dass die Mobilität von morgen einen ganzheitlichen Ansatz braucht. Deswegen braucht es Anlaufstellen, wo die Mobilität zusammenläuft. Wir sind hungrig, wir verstehen uns als Technologievorreiter. Das heißt, wir wollen Impulse setzen, nicht nur in der Fahrradbranche oder innerhalb unserer Branche, sondern wir wollen schauen, wo müssen die Zahnräder ineinander greifen. Denn wir sehen hier einen ganzheitlichen Ansatz, um einen Social Impact zu bewegen. Denn unsere Gesellschaft, unsere Städte sind im Wandel. Das heißt, smarte Vernetzung ist ein wichtiges Thema. Sharing letztendlich. Ja. Und man muss gucken, wo ist die Mobilität dann in der Situation gefragt. Speziell Autohäuser sind in einer sehr verantwortungsvollen Rolle. Sie sind für die Transformation verantwortlich. Sie bringen nicht nur das Auto zum Kunden. Sie müssen jetzt Fahrräder, Roller, weitere Fortbewegungsmittel vorantreiben, damit eben auch der Nutzer in den Innenstädten besser vorankommt. Außerdem wollen wir andere Fahrradhersteller, Autohersteller dazu bewegen, auch sich regionaler aufzustellen, sprich hier ihre Infrastrukturen zu bauen, ihre Wertschöpfungsketten aufzubauen und eben auch Know-how im Land voranzutreiben. Wir verfolgen unsere Vision, ganz klar. Das heißt, wir wollen die regionale Produktion ausbauen. Das heißt, der Fabrikgedanke ist wichtiger denn je, auch für die Zukunft über die nächsten Jahre hinweg. Das heißt, wir wollen mit dieser Infrastruktur unser Portfolio ausbauen. Wir wollen Synergien schaffen. Ja, da geht es nicht nur um das Fahrrad als solches, sondern Schnittstelle, E-Mobilität im Allgemeinen. Und da sehen wir uns im engen Zusammenspiel mit Automotive und mit weiteren Mobilitätspartnern, sei es Mikromobilität, ja, Last-Mile-Konzepte und sonstige. Wow, Sebastian, da steckt hier so viel Innovation drin. Ich glaube, ich fange mal mit einer Frage an, die mich selber auch beschäftigt. 3D-Druck. Die Innovation für den 3D-Druck hat ja schon lange stattgefunden. Die Automobilhersteller haben auch sehr früh angefangen, das zu nutzen, auch für einzelne Teile. Ihr druckt ganze Fahrräder. Ist das smart und effizient, so vorzugehen? Grundsätzlich fangen wir erstmal an, darüber zu sprechen, was wir eigentlich drucken. Ja, letztendlich hole ich euch da erstmal gesamtheitlich ab. Es ist grundsätzlich der Rahmen, das ist unsere Kerninnovation, den wir ja diskutiert haben, auch über die Funktionsstruktur als solches. Wir nennen das ganze Thema Softride, denn wir haben uns Gedanken gemacht, wie kann man das Fahrrad oder die Zweiradmobilität als solches noch diskutieren. Ja, und wir sind ja Technologie-Geeks, ja, Nerds und sind so ein Stück weit mit den additiven Fertigungsverfahren verwurzelt, auch schon über ein Jahrzehnt hinweg und haben uns dann, wie gesagt, über verschiedene Plattformen Gedanken gemacht, wie kann man jetzt diese Hochtechnologie in einen neuen Kontext bringen, unter Serienbedingungen, immer aus dem Blickwinkel der Nutzerin. Was sind eigentlich die Bedürfnisse? Ja? Und so sind wir eigentlich entstanden, dass wir gesagt haben, ey, mit 3D-Druck haben wir eigentlich neue Chancen, die wir so als solches dann im Markt auch validiert haben, weil wir sehr nah an den Zielgruppen dran waren. Und wir beschreiben den 3D-Druck eigentlich über vier Ebenen bei uns. Ja? Das ist einmal die Ebene Design. Mit 3D-Druck können wir konventionelle Denkanstöße oder Prozesse anders gewichten, das heißt neue Ansätze schaffen. Das heißt, da geht es um wirklich Formschluss, ja? Um eine Designkomplexität, die so noch nicht da gewesen war, um Leichtbau letztendlich, vor allen Dingen auch nachhaltiges Design
Zeitlosigkeit, Modularität, ganz großer Anknüpfungspunkt. Und da setzt eigentlich die zweite Säule an, die dann auch die Rechtfertigung für den 3D-Druck mit sich bringt, die Funktion. Das heißt, mit 3D-Druck kann ich ganz anders integrieren. Ich kann ganz andere Komplexitäten fahren. Ja, ich kann elektrische Systeme, smarte Funktionen letztendlich in diese Gesamtstruktur mit implementieren. Nicht nur auf Rahmenebene, sondern auch anknüpfend. Ja. Dritter Punkt ist die Technologie selbst. Mit der Hochtechnologie haben wir natürlich neue Fertigungspolitiken. Das heißt, wir können die ganze Infrastruktur wieder zurückholen. Ja, also wir sind jetzt schon mit unseren Rahmen, unserem Kerninnovationen, den wir zu einem Fahrrad als solches erweitern, zu 100% in Deutschland produzieren. Das heißt, on demand, just in time, nach dem Prinzip Lean Manufacturing, Quick Response Manufacturing, kann schnell reagieren. Ja. Und da merkt man schon, wie komplex das Thema ist. Ja. Letzte Säule ist natürlich auch die der Nachhaltigkeit, eine sehr wichtige und entscheidende. Ja. Und da bin ich auch sehr gespannt auf das Panel, was hier anschließt. Und zwar können wir durch den 3D-Druck in regionaler Aufstellung Recycling anwenden. Wir können Refurbishment anwenden. Ja. Ähnlich wie Fairphone haben wir einen Ansatz, dass wenn die Räder letztendlich mal einen Schaden erleiden durch Stürze, Vandalismus etc. pp., können wir diese zurückholen, neu refurbischen und wieder sozusagen in den Sekundärmarkt bringen. Und ich denke, das sind ganzheitliche Ansätze, die konventionelle Prozesse nicht immer ganz so leisten können. Und das ist für uns natürlich ein Riesenpotenzial. Und ja, da sind wir jetzt seit 5 Jahren zu Hause und sind auch da Weltmarktführer in Segel. Wahnsinn. Also und die Fahrräder sehen auch noch wunderschön aus, das haben wir ja gestern auch schon gesehen. Also deine Designkompetenz ist ja auch noch da. Danke. Aber innerlich sind bei mir gerade ganz viele Tick-Tick-Ticks in Sachen Innovationsfähigkeit, auch in welchen Themen ihr überall unterwegs seid, das ist fantastisch. Aber dazu reden wir gleich nochmal etwas mehr. Sehr gerne. Ich möchte dann jetzt noch als nächstes, Moment, jetzt genau, jetzt kommt als nächstes nämlich Markus von Lead for Cars. Du sitzt in Aschaffenburg, wenn auch deine Firma in Berlin sitzt. Auch mit dir haben wir einen wunderschönen Film gemeinsam gedreht, um dich einmal vorzustellen und was ihr dann da eigentlich macht. Deswegen jetzt auch für Markus, Film ab, bitte. Ja, ich bin Markus Gold von Lead4K und habe seit 25 Jahren Online-Erfahrung, seit 33 Jahren Automobilhandel. Ja, und beschäftige mich viel mit vielen digitalen Themen. Lead4K ist im Prinzip eine Plattform, die für den Markenhandel Leads zurückspielt. Die Geschichte ist im Prinzip so, der Herr Müller kauft ein Fahrzeug in München, ist aber wohnhaft in Nürnberg beispielsweise und der Verkäufer fragt ihn, Herr Müller, darf ich Sie in gute Hände geben? Und Sie wohnen ja nicht bei uns und kommen somit auch nicht in den Service. Darf ich Sie an den Markenhändler vor Ort vermitteln? Und wenn das der Herr Müller möchte, dann kommt Lead4K ins Spiel und überträgt so die Fahrzeug- und Kundendaten nach DSE-Zustimmung des Kunden an den Händler vor Ort. Und der hat natürlich ein riesiges Potenzial damit. Er kann Segmente 1 bis 3 im Prinzip in die Werkstatt zurückholen. Auf die Idee sind wir eigentlich schon viel, viel früher gekommen. Ich glaube, es war so Ende 2016, Anfang 2017. Es kam das Konnektivitätssystem von Mercedes. Wir haben zusammengesessen bei Kunstmann und haben uns überlegt mit Serviceleitung, Vertriebsleitung, wie gehen wir eigentlich damit um? Wie wollen wir den Kunden in die Konnektivitätssysteme heben? Und was ist dort für uns wichtig? Und in der Diskussion habe ich dann einfach mal eine ketzerische Frage gestellt. Was machen wir eigentlich mit den Kunden, die wir nach Hamburg, Berlin oder München ein Auto verkaufen, tragen wir uns dann als Servicepartner ein. Und so kam dann eins zum anderen und ich dachte, ja gut, dann lasst uns doch mal eine Plattform bauen und untereinander diese Leads handeln, dann haben wir alle einen Mehrwert. Größe der Plattform kann man so beschreiben, dass wir seit 15.11. letzten Jahres gestartet sind mit Mercedes-Benz, haben jetzt über 270 Standorte, die schon teilnehmen, also in relativ kurzer Zeit eine gute Abdeckung in Deutschland von 75% und jetzt sind wir seit Anfang des Jahres dabei, die Volkswagen-Marken zu integrieren, also das technische Onboarding und gucken, dass wir so schnell als möglich da auch eine Abdeckung hinbekommen, um weiter da Leads zu handeln. Und wenn auch eine Plattform heute schon ein Fahrzeug online verkauft am Telefon, dann ist es ein absoluter Mehrwert, eine Dienstleistung zusätzlich dem Kunden diesen Servicepartner anzubieten. Und das ist unser Ziel jetzt für die nächsten Monate, da gute Kooperationen zu starten. Ja, hallo Markus.
Das ist ein sehr wichtiges Thema, das Thema Daten und wie man mit Daten eigentlich auch Business machen kann. Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass das Thema Daten für viele fast unlösbar ist. Jetzt habe ich in unserem Vorgespräch gehört, dass ihr schon sehr früh auch E-Mail-Adressen gesammelt habt und halt schon immer die Daten von euren Kunden auch genutzt habt. Jetzt weiß ich aber auch aus der Vergangenheit noch, dass jeder Autohändler sehr stolz ist und auch sehr beschützt die Daten, die er von seinen Kunden hat. Jetzt handelt ihr quasi zwischen den Händlern mit diesen Daten. Wie habt ihr es denn oder wie schafft ihr es aktuell, Händler davon zu überzeugen, Teil von diesem großen Netzwerk dann auch zu sein und den Endkunden dann diesen Mehrwert auch zu bieten, dass der Service vor Ort ist? Ja, du hast es ja richtig erwähnt. Der Handel möchte schon immer die Daten haben und muss auch mit ihnen arbeiten. Die Herausforderung für uns ist sicherlich dieses Mindset bei jedem, ich sag mal, Geschäftsführer, Serviceleiter, Vertriebsleiter abzuholen und auch einzufordern, sich einfach zu sagen, Mensch, ich bekomme hier einen Mehrwert, natürlich gebe ich auch Daten weg, aber die Daten hat der Hersteller ja sowieso. Und was kann ich mit dem Datensatz, den ich irgendwo nach Deutschland oder Europa verkaufe, denn letztendlich anfangen? Der Mehrwert wird erst für den Kunden wirklich dort sichtbar, wenn er vor Ort einen Partner hat, zu dem er auch gehen kann. Und ja, das ist ein wirkliches Mindset, was sich auch da ändern muss im Handel. Bei Mercedes sehen wir es im Augenblick größtenteils. Da gehen viele Serviceleiter sagen, natürlich möchte ich die Daten haben, denn das birgt ein absolutes Potenzial um meinen Kirchturm herum. Ich kann die Kunden sofort ansprechen. Das ist ein echter Mehrwert. Ja, und jetzt muss nur noch der Vertrieb sagen, okay, ich verkaufe auch die Daten, ich bekomme dafür eine Provision. Aber viel, viel interessanter ist es denn dann auch, der Kunde, dem ich das Fahrzeug verkaufe und nach Hamburg oder München, Berlin das Auto verkaufe, der bekommt ein gutes Gefühl mitgegeben. Mhm. Und können denn da jetzt alle Autohändler auch dran teilnehmen oder ist das erstmal an bestimmte Marken gebunden? Wir haben jetzt mit Mercedes gestartet, sagen natürlich auch, freie Händler, macht mit. Ihr könnt die Fahrzeuge, die ihr auf eurem Hof habt, natürlich auch veräußern und bekommt dadurch eine Provision. Und wenn ihr sowieso keine Werkstatt habt, sondern nur einen Vertrieb, macht das ja Sinn. Im Moment befinden wir uns im technischen Onboarding für die Volkswagen-Marken und hoffen dann in Kürze auch dort mit einer ordentlichen Abdeckung in Deutschland mit dem Vertrieb ganzheitlich zu starten. Mhm. Ja. In unserem Vorgespräch haben wir schon gemerkt, das Thema Service taucht bei euch allen immer mehr wieder auf. Da möchte ich auch nachher nochmal drauf eingehen. Aber erstmal machen wir weiter mit Max, mit dem fantastischen Firmennamen MMM Mint, der uns schon viel Freude gemacht hat. Du kommst aus Osnabrück in Niedersachsen und bist mit drei weiteren Partnern Gründer von dieser Firma. Auch dich wollen wir kurz einmal kennenlernen und vorstellen, was ihr denn dann im Unternehmen eigentlich macht. Bitte Film ab für Max. Ich bin Max, ich bin einer der Gründer von Mint, zusammen mit meinen beiden Mitgründern Marc und Max. Bin bei uns verantwortlich für die Softwareentwicklung. Mein Name ist Maximilian Stein, ich bin einer der drei Gründer von Mint, habe auch meine Automobilbranche mehrere Hüte auf, bin Geschäftsführer unseres Familienunternehmens. Wir haben eine Tesla-Werkstatt in Osnabrück, wie gesagt Co-Founder von Mint und Mitglied im Vorstand der Kfz-Innung von Niedersachsen. Und im Gründerteam sind wir langjährige Freunde, also wir haben damals in einer B-Jugend schon zusammen Handball gespielt, kennen uns also vom Sport und ja, das schweißt uns seitdem auch zusammen. Wir treffen uns regelmäßig, jedes Jahr Weihnachten brainstormen wir seit mittlerweile 8 Jahren, was wir machen wollen. Und so ist auch irgendwann die Idee gekommen, dass wir Mint gründen. So ist die Idee gekommen, dass wir am THG-Quotenhandel teilnehmen. Das macht uns, glaube ich, aus und so, da haben wir auch unser tiefes Vertrauen her und wir entwickeln digitale Lösungen und Produkte für Autohäuser, also ganz konkret. Wir haben eine digitale Schadensmeldung, wir haben einen Fahrzeugscheinscanner, also ein KI-Modell, was alle relevanten Daten aus einem Fahrzeugschein auslesen kann. Und seit diesem Jahr sind wir auch im THG-Quotenhandel tätig. Das heißt, wir unterstützen Autohäuser dabei, im Bereich Elektromobilität neue Dienstleistungen und Produkte anzubieten und das auch ihren Kunden anzubieten. Wir haben selber eine Werkstatt oder ein Autohaus. Wir haben bei uns Probleme entdeckt, die wurden unserer Meinung nach am Markt nicht richtig gelöst. Dann haben wir uns zusammengetan, haben angefangen, für uns selber Lösungen zu bauen und mittlerweile versorgen wir knapp 300 Autohäuser bundesweit. Unsere Lösungen sollen auf der einen Seite dem Autohaus helfen, ihre Arbeit leichter zu machen, aber auf der anderen Seite sind unsere Lösungen immer an der Schnittstelle zur Kundenkommunikation. Sowohl die THG-Quote, also damit
geben wir ja dem Autohaus eine Lösung an die Hand, wo sie ihre Kunden ansprechen kann und sagen kann, hey, du fährst ein Elektroauto, ich kann dir 370 Euro im Jahr auszahlen und wir bieten dem Autohaus sogar noch die Möglichkeit, dass sie diesen Kunden jährlich anschreiben dürfen. Das heißt, man kann jedes Jahr erneut in den Kontakt mit dem Kunden treten und ihm 370 Euro schenken. Was wir uns von Autohändlern definitiv wünschen, ist mehr Offenheit für neue Geschäftsmodelle. Wir haben die Branche oder wir sehen gerade einen riesen Umbruch. Wir haben eingangs darüber gesprochen, wie sich die Individualmobilität verändert. Autohäuser müssen immer mehr Richtung kundenzentrierte Geschäftsmodelle denken. Da bieten wir tolle Lösungen für und da hoffen wir uns einfach, dass Autohäuser offener sind für Gespräche und auch für Kooperationen. So, Max, als erstes, wie spricht man euren Namen richtig aus? Wir sagen Mint. Mint, okay. Also so wie kann ich mal ein Mint Als ob man haben. Es mit einem M schreibt. Okay. Und das Nächste, was ich dich fragen möchte, weil ich habe auch aus den Filmen und natürlich habe ich auch über euch recherchiert, wir haben geredet miteinander, eure Lösungen sind ja super smart. Also ihr habt euch genau angeguckt, welche Themen können wir eigentlich auch durch Automatisierung oder auch ihr habt den AI als Ende durch künstliche Intelligenz vielleicht auch automatisieren oder vereinfachen da draußen. Ich habe das Gefühl, häufig ist Innovation auch komplexer und sehr schwer zu erklären und auch zu verkaufen auf dem Markt. Wie geht ihr denn damit um, wenn ihr jetzt auf den Autohandel zugeht und wer ist auch eure mögliche Zielgruppe, die sich die Zeit nehmen zu verstehen, was ihr anbietet und wie einfach diese Lösung eigentlich dann auch für uns als Endkunden im Service sein könnten? Vielleicht gehen wir erstmal nur auf das Thema Service ein an der Stelle. Also grundsätzlich sehen wir uns als Dienstleister für die Branche. Wir entwickeln Lösungen aus der Branche für die Branche. Mhm. Also alles, was wir entwickeln, testen wir zuvor in dem Betrieb von meinem Mitgründer. Der betreibt selber eine Werkstatt in Osnabrück, mittelständisches Unternehmen, lackieren, reparieren die Fahrzeuge, ist jetzt auch ein Tesla-Proof-Body-Shop, das heißt, die richten sich auch Richtung E-Mobilität aus. Und alle Lösungen, die wir entwickeln, der Anstoß kommt da immer aus der Praxis. Es werden halt Punkte erkannt, die nicht richtig oder schwer abzuarbeiten sind. Und dann sagen wir, okay, da können wir mit einer digitalen Lösung jetzt punkten. Das zum Beispiel im Servicebereich haben wir eine digitale Schadensmeldung entwickelt, die unterstützt einfach diesen gesamten Prozess im Schadensfall. Also wenn ich als Endkunde einen Schaden an meinem Auto habe, war der Prozess sonst so, ich fahre in die Werkstatt, hole mir erstmal einen Kostenvoranschlag, möchte ich das dann reparieren lassen oder nicht. Mhm. Und wir haben diesen Prozess komplett digitalisiert, haben dafür eine App programmiert. Das Autohaus oder die Werkstatt kann jetzt ganz bequem einen Link rausschicken oder einen QR-Code meinetwegen im Fuhrparkauto haben. Das Ganze wird eingescannt und dann habe ich da einen geführten Prozess, werd um das Auto drumherum geleitet, kann den Schaden aufnehmen, kann den Fahrzeugschein fotografieren und diese Daten werden dann strukturiert an das Autohaus übermittelt. Das Autohaus kann sich das vorab angucken, bevor der Kunde überhaupt im Autohaus ist und dann die richtige Entscheidung treffen, muss das repariert werden, muss das ausgetauscht werden. Und so haben wir dann eine digitale Kundenkommunikation auf der einen Seite und auf der anderen Seite optimieren wir die Prozesse im Autohaus. Wir haben verschiedene DMS-Systeme angeboten, wie das digitale Autohaus oder KSR. Und so haben wir die Daten direkt im System und das Autohaus kann damit effizient arbeiten. Mhm. Und fällt es euch einfach, das den Autohäusern auch zu erzählen, was ihr genau macht? Oder ist da immer mal wieder auch eine Hürde zu erklären, was bieten wir eigentlich an und ist das etwas für euch? Also das konkrete Produkt, der Mehrwert ist schon deutlich da und das verstehen die Autohäuser auch. Trotzdem ist es schwierig, sage ich mal, letztendlich nachher bis in eine Umsetzung zu gehen. Wir haben viele Pilotbetriebe dabei, wir haben auch viele innovative Autohäuser, die diese Lösung stark nachfragen. Aber wir wünschen uns natürlich noch mehr Offenheit und noch mehr Freude für neue Themen, noch mehr Mut, sowas auch anzugehen und das dann auch wirklich bis in die Kundenkommunikation zu nutzen. Ja, das sind sehr schöne Wörter, die wünschen wir uns ja alle hier heute auf der Konferenz und auch gestern schon, Offenheit und neuen Mut, diese Technologien auch anzunehmen und zu nutzen. So, dann kommen wir zum Letzten in der Runde, den Karl aus Platting. Habe ich richtig ausgesprochen diesmal, ne? Von AVP. Genau. AVP, für euch haben wir auch einen Film vorbereitet, wo du einmal vorgestellt wirst und die Dienste, die ihr habt. Das würde ich auch hier erstmal sagen, Film ab für Karls AVP. Hallo, mein Name ist Karl Rotlauf, Leiter AVP E-Mobility. Wir befinden uns hier am Standort in Plattling mit knapp 80.000 Quadratmetern Fläche mit den Marken Audi, VW, VW Nutzfahrzeuge, Porsche, Seat Cupra und Skoda. Und auch AVP E-Mobility, unserem E-Showroom, wo sich alles um das Thema Ladeinfrastruktur, Photovoltaik, Lademöglichkeiten und Elektroautos dreht. Unser Antrieb war, dass wir in der Gruppe Elektrofahrzeuge hatten und
unseren Kunden auch eine Lademöglichkeit adäquat anbieten wollten. Hier kam die Idee, lass uns diese Idee auch weiterführen auf unsere Geschäfts- oder Flottenkunden bzw. unsere Endkunden mit dem Laden zu Hause. Den Standort hier in Plattlingen gibt es ja schon länger. Wir mit AVP E-Mobility sind jetzt ziemlich genau ein Jahr seit letzten September hier vor Ort und präsentieren quasi alles rund ums Laden. Ziel und Zweck unserer Abteilung ist es, dem Kunden ein 360-Grad-Ladeerlebnis zu verschaffen bzw. rund ums Thema Elektromobilität aufzuklären und den Kunden an die Hand zu nehmen und zu unterstützen. Für die Zukunft sehen wir das Fahrzeug als 360-Grad-Dienstleister des Kunden. Sprich, es spricht mit dem Haus, mit der PV-Anlage, mit dem Stromspeicher, um so ein wirklich nachhaltiges Bild zu generieren. Das bedeutet für uns, der Kunde kauft bei den Verkäufern ein Fahrzeug, am besten und wir beraten ihn dann zum Laden, zu Ladekarten, Wallboxen, Speicher, Photovoltaik. Bei uns im Showroom können die Kunden sich die Wallbox vorab anschauen. Wir machen das Thema greifbar. Sie können sich den Speicher anschauen, wie schaut sowas aus. Wir haben eigene Elektriker in der Abteilung, um für den Kunden möglichst schnell dieses Bauvorhaben auch umzusetzen. Unser größter Meilenstein ist natürlich unser eigenes Backend, mit dem wir eigene Ladekarten ausgeben können, die auch unsere Kunden individuell branden können. Wir haben eine eigene Lade-App und können so für den Kunden das Ladeerlebnis auch auf seiner CI darstellen. Der nächste Meilenstein für uns ist der Aufbau der eigenen Photovoltaikabteilung, um den Kunden so auch die Nachhaltigkeit mit eigenem Strom anbieten zu können. Hindernisse bzw. wie ich sage, Chancen ist immer, man muss sich in das Thema neu einarbeiten, man muss seine Wege finden, man muss sich viel anlesen, aneignen und das sehen wir als große Chance, um auch zukünftig hier zu wachsen. Welche Wünsche ich an die Kollegen hätte, dass sie die Elektromobilität auch als Chance und Zukunftsmarkt sehen. Ja, Karl, du bietest ein gesamtes Ökosystem rund um die Elektromobilität in deiner Region. Jetzt haben wir auch im Vorgespräch gemerkt, da ist sonst auch nicht so viel in deiner Region drumherum. Kommt vielleicht ein Teil dieser Bereitschaft, sich um alles zu kümmern und auch alles abzudecken, auch aus dieser Leere drumherum und zu sagen, das ist meine Region, da kümmere ich mich jetzt drum? Natürlich auch. Grundsätzlich waren wir als Autohaus vor der Situation gestanden, wir haben Elektroautos, wie laden wir unseren eigenen Fuhrpark? Dann geht der Step natürlich weiter, Kunden, wie laden unsere Kunden, wie können wir die unterstützen, wie können wir die Angst vor der E-Mobilität nehmen und ihnen das Thema greifbar machen. Und dann ist die Idee immer weiter gewachsen und man hat gesagt, hey, wir haben eine gewisse Marktmacht, also wir decken ein großes Gebiet ab, lass uns da eigene Infrastruktur aufbauen, wo unsere Kunden, wo auch unsere Flottenkunden vergünstigt laden können, wo wir auch Ladeinfrastruktur bei unseren Kunden installieren, sei es privat oder gewerblich, öffentlich, nicht öffentlich und lass die mit ins Boot nehmen, um das Thema Elektromobilität bei uns in der Region einfach stärker abzubilden. Mhm. Und ihr spezialisiert euch ja nicht nur auf Endkunden, sondern auch auf Gewerbskunden, samt Flotte, samt Elektroladestationen, die ihr auch rentabel anbieten könnt. Vielleicht magst du dazu noch mal 2, 3 Sätze sagen. Genau, also zum einen haben wir natürlich B2C, sprich wir haben unsere Endkunden, die ein Elektroauto kaufen oder ein Hybrid kaufen. Wir verkaufen die Wallbox, wir installieren die bei ihm daheim. Ich sage immer, Champions League sind wir, wenn wir das alles schaffen, bevor der Kunde sein Auto ausgeliefert bekommt. Mhm. Und da ist eben auch der eigene Elektriker oder die eigenen Elektriker essentiell für uns, dass wir schnell handlungsfähig sind. Ja. Auf der anderen Seite B2B. Wir haben viele Flottenkunden, viele Großkunden, genauso unsere Mitbewerber auch. Die stehen auch vor der Herausforderung, wie können unsere Kunden laden oder wie kann ich denen das Thema näher bringen und denen als Partner zur Seite stehen und natürlich auch Geld mitverdienen. Ja. Genau, und das bilden wir eben auch ab, dass wir Ladeinfrastruktur bei den Großkunden, bei Gewerbekunden, bei Hotels, bei freien Tankstellen installieren. Ja, wahnsinniger Full Service und auch bei Elektromobilität, du hast es schon gesagt, das Thema Angst spielt ja auch eine Rolle und dem, wie mache ich das denn eigentlich? Und ihr habt das alles schon mit dabei gedacht. Das ist ziemlich einmalig, glaube ich auch. So, kommen wir nochmal zu dir. Was ich ja nicht verstehe, warum sitzt denn du hier? Was hast du denn mit dem Autohandel eigentlich als Fahrradhersteller zu tun? Ja, das ist natürlich eine sehr interessante Frage, die ich auch gerne beantworte. Aber grundsätzlich fangen wir vielleicht damit an, wie sieht eigentlich die Gesamtmobilität aus? Ja, und da können wir natürlich für uns aus dem Blickwinkel Urwahn den Fokus auf die innerstädtische Betrachtung legen. Ja, und da haben wir natürlich mehrere, ja, ich sag mal,
Mobilitätsansätze, auf die wir dort stoßen. Ja, das ist zum einen natürlich eine alte Lobby, das ist das Auto letztendlich. Dann haben wir natürlich die Mikromobilität, die sich so ein bisschen emportut, Less-Mile-Konzepte, ja, die wirklich einen sehr kleinen Aktionsradius haben. Und dann eigentlich auch ein sehr altbewährtes Fortbewegungsmittel, nämlich das Thema Fahrrad. Ja, und das ist natürlich jetzt gerade wieder auf dem Vormarsch, auch nicht nur durch Corona begründet, sondern allgemein durch eine Dynamik, weil wir natürlich im gesellschaftlichen und auch politischen Wandel stecken. Ja, auch unsere Städte, die sind der Urbanisierung unterlegen und ja, so ändert sich natürlich auch das Stadtbild. Ja, und das hat natürlich auch Automotive für sich so ein Stück weit anerkannt, ja, wo wir natürlich jetzt auch gewissermaßen Aufschläge getan haben, indem wir sagen, okay, der Autohandel sieht jetzt auch die Ergänzungsmobilität als sehr wichtig an, hat, wie gesagt, diesen Status quo auch angenommen und schaut jetzt natürlich auch über das Auto hinweg, was brauchen wir eigentlich sozusagen in diesem Kontext, in diesem Betrachtungsradius, sage ich es mal vorsichtig, in diesem Blickwinkel. Ja, und so kam es dazu, auch historisch jetzt ein bisschen ausgeholt, dass die ersten Autogruppen im letzten Jahr auf uns zukamen, ja, um einfach mal mit uns in die direkte Kommunikation face-to-face zu treten, um da Anknüpfungspunkte zu finden. Ja, und da sind wir gestartet mit Anders, Sänger Neo, sehr erfolgreich. Ja, und das war dann eine schöne Verkettung, weil wir gesehen haben, hey, das macht durchaus Sinn, muss aber natürlich auch dann professionell und richtig aufgestellt sein, weil natürlich das Thema Zweiradmobilität ein bisschen anderen Blickwinkel mit sich bringt. Ja, da braucht man eine andere Aufstellung, eine Beratungsqualität. Aber die Plattform vom Automotive war da. Ja, und so wuchs das Ganze. Mittlerweile haben wir sehr viele weitere Partner gewonnen, namhafte Autogruppen, mit denen wir sozusagen jetzt sehr aktiv in der Zusammenarbeit stehen. Ja, und wir versuchen jetzt natürlich da einen ganzheitlichen Ansatz zu finden, ja, und zu lösen. Aber ja, kooperiert auch mit dem klassischen Fahrradhandel? Letztendlich ja, da kommen wir auch her. Der ist etwas schwierig, ja, und das muss ich natürlich aufpassen, was ich sage. Der klassische Fahrradhandel ist so ein bisschen eingeschlafen. Ja, da sind wir teilweise noch in Steinzeitdenkweisen, auch mit dem Blickwinkel Digitalisierung, ja, mit dem Blickwinkel auch wieder Beratungsqualität. Ja, auch da muss man sagen, die Gesellschaft entwickelt sich weiter, die hinterfragt mehr, die hat ein anderes Qualitätsbewusstsein erhalten, ist vor allen Dingen auch sehr nachhaltig geprägt und auch hinterfragend. Ja, und so ist es halt eigentlich dazu gekommen, dass wir sagen, der klassische Fahrradhandel ist eigentlich nicht die Zukunft für uns. Ja, es ist immer noch die Ergänzung und es sind auch immer noch unsere Multiplikatoren als solches. Aber eigentlich ist es nicht die Plattform, die wir bedienen wollen, weil wir, wie ich auch eingangs schon gesagt habe, sehr disruptiv in der Denkweise sind. Wir sehen sozusagen auch die Beratung in einem ganz anderen Kontext. Ja, und demzufolge sind wir eigentlich sehr glücklich, dass Automotive jetzt das für sich erkannt hat, wir daran anknüpfen können und zusammen jetzt wirklich eine neue Plattform auf der Basis bei Marathon Mobilität entwickeln. Mhm. Ja, vielleicht nochmal zu dir, Markus. Nee, sorry, jetzt bin ich falsch. Max. Das ist mein Zweitname. Max mit Mint, genau, richtig. Noch ein M. Das Thema Service-Ökonomie ist ja bei dir auch das Riesenthema quasi. Was ich aber bei euch smart finde, ihr habt jetzt noch eine weitere Lösung auf dem Markt, wo ihr aber die bestehende Lösung nutzt als Infrastruktur, ein bisschen pivotiert habt oder ergänzt habt, um auch andere Services noch anzubieten, auch für den Autohandel an der Stelle. Ganz genau. Also Elektromobilität spielt in unserem Geschäftsmodell auch eine ganz große Rolle. Wir haben letztes Jahr im Dezember die Idee gehabt, dass wir am TRG-Quotenhandel teilnehmen wollen. Das ist jetzt ein neues Thema. Also seit Anfang des Jahres können E-Autofahrer, also angenommen, du fährst jetzt ein Elektroauto, dann kannst du auf unsere Internetseite gehen, wir kaufen deine TRG.de, registrierst dein Fahrzeug dort und kannst du dann die eingesparten CO2-Emissionen prämieren lassen und wir zahlen dir dann mindestens 370 Euro aktuell aus. Mhm. Und das ganze Thema machen wir auch für B2B-Partner. Wir unterstützen da Autohäuser dabei, das Ganze ins Geschäftsmodell zu integrieren. Das ist sehr spannend, weil ich damit dem Autohaus eine Möglichkeit an die Hand gebe, wie die ihren Kunden noch eine zusätzliche Dienstleistung anbieten können. Man kann das Ganze auch verrechnen auf ein Kundenkonto. Das heißt, das Autohaus hat dann die Möglichkeit, da auch so eine Art Servicegutschein rauszugeben und da die Kunden einfach noch mehr an sich zu binden. Und so denken wir halt Service ganzheitlich, nicht nur im Schadensprozess, sondern auch in komplementären Bereichen. Mhm. Und du hast es gerade angesprochen, das Ganze baut auf unserem Backbone, sage ich mal, auf. Wir kommen aus der Softwareentwicklung, sind da sehr technologiegetrieben. Und wir haben uns 2 Jahre darauf vorbereitet, dass wir im automobilen After-Sales solche Anwendungsfälle sehr schnell umsetzen können. Wir hatten im Dezember die Idee zu Weihnachten gebrainstormt und haben gedacht, okay, das wollen wir machen. Voraussetzung war dann, wir mussten schnell sein, weil der Markt am 1.1. gestartet ist. Dann haben wir innerhalb von 4 Wochen haben wir einen Investor gesucht. Wir haben die Plattform so weit umgebaut, dass wir damit am TRG-Quotenhandel teilnehmen können. Wir haben die B2C-Brand gebrandet und ins Leben gerufen und so innerhalb von 4 Wochen da einen Marktstart hingelegt. Und das konnten wir nur, weil wir, sage ich mal, so
die Plattform so ausgelegt haben, dass wir genau solche Anwendungsfelder angehen können. Ja, ein Beispiel hast du ja auch gegeben. Durch eure künstliche Intelligenz ist das Auslesen von Fahrzeugpapieren sehr einfach, sodass der Antragsprozess dadurch auch vereinfacht wird. Ganz genau. Wir versuchen halt, unsere Prozesse weitestgehend effizient zu gestalten. Also wenn man sich auf unserer Plattform registriert, läuft das Ganze in ein CRM-System rein, in unser CRM-System. Der Fahrzeugschein wird automatisiert von einer künstlichen Intelligenz ausgelesen, die wir auch selber programmiert haben. Und letztendlich haben wir dann so einen Human-in-the-Loop-Ansatz. Das heißt, jemand muss dann nur noch gucken, sind die Daten auch richtig erfasst worden, kann auf Bestätigen klicken. Und so haben wir diese ganze Überprüfung, ob das Auto überhaupt antragsberechtigt war, weitestgehend automatisiert. Wir haben automatisierte E-Mails, um den Kundenservice abzubilden, weil der Prozess ist sehr neu, das ganze Thema ist sehr neu. Die Kunden wissen gar nicht genau, was ist das eigentlich. Mhm. Und dementsprechend muss man über diesen ganzen Prozess sehr stark informieren. Bis man letztendlich die Prämie ausgezahlt bekommt, dauert es ungefähr 12 Wochen. Ja. Das liegt daran, dass wir reichen einen Antrag beim Umweltbundesamt ein. Das Umweltbundesamt ist in diesem Fall die zertifizierende Behörde. Und von denen bekommen wir aktuell ungefähr nach 12 Wochen das Feedback, das Auto war antragsberechtigt. Und dann können wir in die Vermarktung gehen und auch in die Auszahlung. Und über diese gesamte Strecke informieren wir den Kunden durchgehend, wie ist eigentlich der Status deiner Bearbeitung, damit er einfach abgeholt wird. Mhm. Jetzt ist das THG-Handel ja auch ein bisschen kritisch zu sehen. Da haben wir auch im Vorfeld kurz geredet. Ich finde die Lösung auch ganz schön, Karl, die ihr nochmal mitgebracht habt, wie auch der THG-Handel euch geholfen hat, letztendlich die Ladestation rentabel auch zu machen und schnell finanzierbar zu machen, sodass ein Ausbau von Elektromobilität ja auch möglich wird. Vielleicht magst du dazu nochmal erzählen, wie bei euch der Case abläuft. Ja, also wir haben verschiedene Cases. Einmal den Privatkunden, der ist relativ einfach abzubilden. Das macht man einen Teil auch tatsächlich über die Verkäufer, wo man sagt, die einfachen Standardfälle von den Wallboxen, die verkaufen die im Endeffekt im Step. Wir kriegen den Lead, wir terminieren das, den Einbau mit dem Elektriker. Und dann haben wir natürlich den Business Case mit den Gewerbekunden, wo eben auch dann öffentliche Ladestationen errichtet werden. Also sowohl bei uns im Autohaus oder in der Gruppe, als auch bei externen Kunden. Und sobald ich eine öffentliche geeichte Ladesäule habe, dann gibt es wieder die THG-Quote, wo das Thema Business Case natürlich wesentlich leichter macht, dass sich das relativ schnell rechnet. Also AC-Ladepunkte, wenn es gut läuft, sage ich mal, auf 4 bis 5 Monate, wo ich es schaffen kann, wenn da jeden Tag einer steht, der volllädt. Schnellladeinfrastruktur ist der Invest natürlich wesentlich höher, weil ich immer schauen muss, wie ist die Infrastruktur am Standort oder beim jeweiligen Betrieb. Und das dauert natürlich länger, bis sich das rechnet, wobei die THG-Quote da deutlich mit einspielt in die Amortisationsrechnung. Mhm. Ja. Ich glaube, der Punkt, den wir hier auch immer wieder hören, ist ja dann auch nochmal das Service und Leads. Ne? Ihr habt ja letztendlich, sammelt ihr auch Leads und nutzt die, um dann daraus eine Quote zu generieren und Automatisierung. Markus, bei dir ist das Thema Digitalisierung ja schon fast seit frühester Kindheit, also Mitte 20, auf dem Schirm. Du bist einer der ersten Partner auch mit deinem Unternehmen gewesen, auch für mobile.de und sitzt auch hier im Kundenbeirat mit dabei und bist so ein Digital Native der ersten Stunde. Also nicht nur das Thema E-Mail, sondern eben auch Autohandel im Internet hat euch ja groß gemacht. Was mich interessiert ist, jetzt sind wir ja mit Mobile auch 26,5 Jahre alt. Ihr seid auch schon sehr lange mit dabei. Wie haltet ihr euch dann eigentlich fit und schafft bei diesen ganzen Themen Digitalisierung noch mitzuhalten und auch immer wieder neue Ideen zu entwickeln? Das Fithalten ist sicherlich ein großer Aspekt, der extrem wichtig ist. Und ja, wir sind schon lange dabei. Wir haben früh angefangen, 1996 schon, erste Webseite bei Kunstmann gebaut und. Aber das Mitnehmen, und wir hatten es anfangs überall das gleiche Thema, diesen Change-Prozess zu begleiten. Und auch wir merken natürlich in dem einen oder anderen Fall, boah, da waren wir vielleicht zu schnell, wir müssen die Mitarbeiter, müssen einfach nochmal zurück, müssen die Mitarbeiter nochmal mitnehmen und nochmal zurück auf Anfang, um einfach dort mehr Informationen zu geben und sie einfach an die Hand zu nehmen. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel in Zukunft zum Erfolg, denn nur Vollgas und nach vorne und jedem Trend hinterherhängen wird recht schwierig werden. Ja, und ich glaube, das haben wir des Öfteren einfach für uns erkannt und immer wieder gesagt, okay, dann müssen wir hier mal kurz stoppen und fangen einfach nochmal einen Schritt zurück an und gehen weiter. Mhm.
Und wie würdet ihr jetzt mal in die Runde reingefragt, so die Zukunft vom Autohandel auch in Sachen Mitarbeitern sehen oder auch gestalten? Was glaubt ihr? Ich hatte gestern die Statistik, dass 7 von 9 Tätigkeiten vom Automobilkaufmann oder der Kauffrau wegfallen. So, das ist natürlich, ich habe es auch aufgelöst im Sinne von, naja, wir arbeiten mit Maschinen halt mehr zusammen und man macht nicht mehr alles manuell. Ich glaube, da nickt ihr alle wunderbar. Aber wenn ich mal so reihum frage, was denkt ihr, wie geht das weiter? Wo seht ihr den Autohandel in Zukunft? Vielleicht fange ich mal mit Karl an. Also Digitalisierung ist natürlich in Autohäusern ein Riesenthema. Das Verkäuferbild oder allgemein die Arbeitsplätze werden sich verändern in Zukunft. Es wird mehr ineinander greifen. Man wird immer mehr Mobilitätsdienstleister. Wir haben geredet, da gehören Sachen dazu mittlerweile auch für den Verkäufer, THG-Quote. Es gehört Mikromobilität bzw. E-Bikes, whatever dazu. Um das Thema rund zu machen für den Kunden. Ja. Das ist natürlich eine Riesenchance für den Autohandel auch, weil wir kennen ja die Kunden, wir kennen unseren Markt, wir kennen die regionalen Gegebenheiten. Wir sind der zuverlässige Partner im Handel. Ist alles schon vorhanden im Autohaus, das Know-how. Und wichtig ist, dass man es auf die Straße bringt. Und da muss man natürlich die Mitarbeiter mitnehmen. Die letzten Jahre, haben wir schon gesprochen, waren herausfordernd, was Digitalisierung, was den Speed, den man ins Team geworfen hat, angeht. Mhm. Und jetzt geht es natürlich darum, die Kraft auf die Straße zu bringen auch. Und es geht, glaube ich, allen so, dass man die Chance sieht oder das Potenzial sieht, die Zeit uns allen gibt eigentlich im Handel, dass man die umsetzt und, ich sage mal, nicht jammern, sondern die Energie nehmen und einfach den Next Step zu gehen, wie auch die MOR-Konferenz schön sagt, dass man einfach sagt, hey, lass uns das bündeln, lass uns alle Kollegen mitnehmen, den Spirit aufbauen, neue Chancen generieren, weil die Autowelt wird sich ändern die nächsten Jahre und schneller, wie manch einer denkt. Mhm. Ich glaube, wir haben die Frage schon vor 10 Jahren gestellt, wird es den Verkäufer noch geben in 10 Jahren? Ich glaube, ketzerisch habe ich damals auch gesagt, wir brauchen ihn irgendwann nicht mehr, aber das ist falsch. Denn ich glaube, man spricht immer wieder von Kundenzentrierung, das muss aber immer schon da sein, aber trotzdem, das wird mehr und mehr werden. Und Karl hat es gerade gesagt, muss der Fokus bleiben. Und er wird halt andere Aufgaben haben. Und ganz besonders im Premium, glaube ich, wird er wichtiger denn je. Es ist halt nicht mehr der klassische Verkäufer, aber es ist einfach ein anderes Bild. Und Digitalisierung oder Transformation spielt dann einfach noch eine größere Rolle, Prozesse, die digitalisiert sind. Ja. Prozesse, die digitalisiert sind. Max, dein Stichwort? Ja, ich kann mich da nur anschließen. Also ich glaube auch, dass das Autogeschäft, wie es gerade gibt, also klassisch Autos einkaufen, verkaufen, Wartungsdienstleistungen anbieten, das wird weniger werden. Und deswegen muss ich es schaffen, mich als Autohaus, generell als Mobilitätsdienstleister aufzustellen und mich hier transformieren. Und das Gute ist ja, wir haben ja im Autohaus ein super Team, wir haben super Verkäufer. Jetzt muss ich nur neue Produkte reinbringen, neue Servicedienstleistungen anbieten, so die Transformation schaffen. Das war das, was ich eingangs auch schon erwähnt hatte, was ich meine. Mutig sein, neue Kooperationen eingehen, neue Themen einfach mal wagen und so dann sich nicht vom Wandel, sage ich mal, einholen lassen, sondern aktiv Gestalter in dieser Transformation werden. Mhm. Ja, ich glaube, Sebastian, das ist auch dein Thema. Auch das Thema, es ist ja gar nicht unbedingt nur Auto, ne, sondern Mobilität als solches. Absolut, ja. Also ich kann mich da eigentlich nur anschließen, letztendlich, was alle meine Vorredner jetzt auch gesagt haben. Selbst wir sind ja jetzt die Applikation, die ganz hinten steht, ja, denken in der Gesamtstrategie sehr digital. Das heißt, wir selber haben jetzt das letzte 1,5 Jahr eigentlich eine Plattform entwickelt auf Basis eines super ausgeklügelten ERP-Systems mit Frontend, wo wir halt wirklich schon an die Beratung denken, aber Beratung halt von morgen. Wie sieht die Gesamtvernetzung aus, ja? Wie greifen da die Zahlen wieder letztendlich ineinander. Ja. Es geht letztendlich immer um Daten. Ja. Und darauf sitzen dann halt gewisse Prozesse, gewisse Serviceleistungen, Co. Und die werden alle mehr und mehr digitalisiert, immer über die Schnittstelle letztendlich, auch teilweise Handy. Ja. Das führt jeder mittlerweile mit sich. Ja, und da muss man ansetzen. Da muss man natürlich das Personal auch mitnehmen, frühzeitig schulen, darauf sei es mal dann auch so ein bisschen prägen letztendlich und in die Anwendung bringen. Ja, und da sind wir bei Urwand zum Beispiel sehr radikal. Wenn wir zum Beispiel unsere Daily Stand-Ups machen, ja, dann will ich kein Notizboard mehr sehen, ja, oder Notizbook. Das soll alles gleich digital ins System letztendlich. Ja, wo wir dann natürlich auch wieder einen Informationszugang haben, den wir geschlossen dann auch wieder verwerten können. Ja, und so wird man natürlich total effizient letztendlich und kann vor allen Dingen dann auch seine Stakeholder, sei es Partner, Lieferanten etc. auch mitnehmen. Ja. Und das schafft natürlich eine ganz neuartige Verkettung und ganz neuartige Potenziale, die man dann ganz anders wertschöpfen kann. Letztendlich. Mhm. Ja.
Karl, mit dir möchte ich noch mal in die Zukunft kurz gucken wegen der Elektromobilität. Wir hatten letztes Jahr ja auch Statista zu Gast, die uns so ein bisschen gezeigt haben, wie der Elektromobilitätsmarkt sich entwickeln wird und wann er auf den Gebrauchtwagenhandel auch treffen wird. Und was sind denn so deine Forecasts, wenn ich mal mit dir in die Glaskugel gucken darf? Wann passiert das und was bedeutet das eigentlich für uns? Ja, tatsächlich sehr viel und sehr schnell. Also wir haben uns natürlich auch Gedanken gemacht in der Gruppe, wie schaut unser Geschäft in 5 bis 10 Jahren aus? Wie wird sich Elektromobilität, die Gebrauchtwagen auch auf unser Tagesgeschäft niederschlagen? Oder was wird da passieren im Autohaus? Ja. Haben dann relativ schnell gemerkt, wenn man ins Ausland schaut, Norwegen, sehr hohe E-Quote, 80% Einbußen im Werkstattgeschäft, weil stellt sich immer mehr raus, du hast nichts mehr groß, was du verschleißmäßig reparieren kannst. Du hast deine Hauptträger, Öl, Bremsen, Verschleißteile wesentlich weniger bzw. gar nicht mehr vorhanden. Mhm. Und da gilt es natürlich, einen Ansatz zu finden, wie kann ich das auffangen irgendwo. Weil viele Werkstätten oder Autohäuser leben auch hauptsächlich vom Werkstattgeschäft. Und da gilt es natürlich, zweites, drittes Standbein aufzubauen. Und da vorausschauend zu planen. Also wir merken in der Gruppe auch, Elektromobilität wird sehr, sehr gut angenommen. Wir haben auch unser Team alle durchgeschult, viel investiert in das, auch um das Mindset reinzubekommen, sage ich mal, dass alle mit dem Boot sitzen und in die gleiche Richtung gehen. Und das schlägt sich auch auf die Kundennachfrage wieder, wenn der Verkäufer das lebt oder wenn das Team das lebt. Ja. Und wenn du, wir eine Fachabteilung auch vorhanden haben, die Ängste nimmt, dann nimmt es unheimlich schnell Speed auf das Thema. Mhm. Und da gilt es jetzt natürlich, auch die Werkstatt mitzunehmen. Und das sind so Themen wie der Dienstleistung, Service. Wir kennen die Kunden, Zusatzprodukte. Jeder unserer Autokunden hat sicher 1, 2, 3, 4 Fahrräder daheim. Wir kennen die Kunden, wir kennen die Bedürfnisse, wir kennen die Familien. Wir haben mehr Kundenbindung, wie jeder Fahrradhändler je haben könnte eigentlich. Und ja, da geht es wieder ums Thema Hobby. Für Hobby geben die Leute Geld aus. Und warum soll ich das Geschäft, wenn ich den Handel beherrsche, jemand anders machen lassen? Mhm. Und die Fragen muss man sich im Handel eigentlich stellen. Kundendaten, alles verwerten und in die Zukunft kanalisieren. Ja. Markus, mit dir würde ich kurz einmal in die Zukunft des Online-Handels, also tatsächlich digitale Kaufabschlüsse vom Auto gucken, weil du der Digitalexperte hier auch nochmal mit an Bord bist und wie das eigentlich mit den Leads passiert. Siehst du da auch dein Geschäftsmodell oder deine Zukunft oder wie würdest du so ein bisschen die Prognose auf dem Markt auch sehen? Also zunächst mal sehe ich schon, dass auch Autos ganz normal online gehandelt werden in Zukunft. Ob gebraucht oder neu, das wird meiner Ansicht völlig normal werden. Mhm. Die Beratung und auch die Auslieferung wird sicherlich im Handel dort stattfinden. Für uns als Geschäftsmodell sehe ich da im Moment keinen Stolperstein, weil ich glaube auch, dass wenn das Geschäft online stattfindet bzw. abgeschlossen wird, dann braucht der Kunde trotzdem einen Ansprechpartner vor Ort. Auch wenn es ein Elektrofahrzeug erstmal ist, aber trotzdem braucht er jemand, den er fragen kann. Auch im Gebrauchtwagenbereich sehe ich das genauso, Segmente 2 und 3, gerade hier, für die Autohäuser unbedingt die Bindung verlängern über das 7. Jahr hinaus, neben dem Elektromobilität da einfach auch mehr zu tun. Mhm. Aber der Online-Vertrieb wird sicherlich mehr Raum einnehmen, ganz klar. Und auch Plattformen werden dort mehr Raum einnehmen. Ja. Okay, vielleicht nochmal Max, wenn das Thema Service bei Elektromobilität nicht mehr so wichtig ist, was wird dann aus euch? Also erstmal, wir kennen ja die Elektrofahrer ganz gut, weil das sind unsere Kunden und es gibt super viele Dienstleistungen, die ich komplementär neben einer THG-Quote noch einem Elektroautofahrer anbieten kann. Ich denke an eine Ladekarte, über die wir heute schon gesprochen haben, an viele weitere Dienstleistungen, alles, was ein E-Autofahrer machen muss. Wir haben heute schon Wallboxen gehört. Mhm. Und das sind alles Themen, die man dann denken muss. Und zusätzlich bieten wir ja unsere Dienstleistung auch Multiplikatoren an. Wir haben Zugang zu Kunden. Das ist vor allem auch für Versicherungen interessant, wenn es um eine Versicherungspolice geht. Und das sind alles Dienstleistungen, die wir da denken in diesem Kontext. Mhm. Und ihr seid ja auch wahnsinnig schnell. Habt ihr schon Ideen für die nächsten Sachen, die in der Pipe, falls ihr das überhaupt verraten könnt? Also soweit haben wir noch nicht gedacht. Unser Fokus liegt gerade erstmal darauf, unsere jetzigen Lösungen zu etablieren, da zum Marktführer zu werden. Wir haben da verschiedene Strategien, wie wir da weitermachen wollen.
Die fußen auf unserer exzellenten Operations, auf unseren Marketingmaßnahmen, auf unseren Vertriebsmaßnahmen. Ja. Aber neue Themen, also ich bin mir sicher, dass wir uns in den nächsten Jahren noch zu neuen Themen austauschen werden. Du hast es ja gerade schon mit einem Lächeln gesagt, wir machen sowas ganz schnell. Also wenn wir eine Chance sehen, dann ergreifen wir die auch und setzen die um. Und da könnt ihr sicherlich gespannt sein, was da noch kommt. Sehr schön. Ich habe gestern Darwin zitiert, dass es halt eben der, der am schnellsten sich diesem Wandel anpasst, ist derjenige, der überlebt und nicht der Stärkste oder der Intelligenteste. Ich meine, was wir jeden Tag leben, das haben wir mal vor 2 Jahren, als wir angefangen haben mit der Selbstständigkeit, mit so einem Schmunzeln gesagt, wir wollen eigentlich keine Kunden haben, wir wollen Fans haben. Und kam ja dieser Vortrag auch und da ging es auch um Kundenbindung und es ging da, wir wollen einen überraschten Kunden haben. Da habe ich gedacht, okay, genau das ist das auch, was wir machen wollen. Wenn ein Kunde sich auf unserer Plattform registriert, soll der am Ende einen Wow-Effekt haben, sagen, okay, das war ein cooles Erlebnis. Wir haben da kein einfaches Formular zum Registrieren. Wir haben da einen geführten Prozess. Wir haben da Spielereien eingebaut, wo man ein Schmunzeln im Gesicht hat, wenn ich das mache. Mhm. Und das ist die Art und Weise, wie wir arbeiten und wie wir unsere Kunden faszinieren wollen, dass sie dann zu Fans werden, das ganze Thema auch weitertragen. Ja, das ist eigentlich auch eine Übertragung in die digitale Welt, was wir vorher auf dem Autohof hatten. Also sicher habt ihr auch viel Freude dran gehabt, wenn der Kunde happy ist. So habt ihr es dann jetzt im digitalen Raum auch geschafft. Ja, sehr schön. Eine Frage habe ich noch. Es ist ein Autohändler da draußen oder ein junger Mitarbeiter, so wie du es auch vielleicht damals warst, und hat eine Idee. Wie macht man denn eigentlich so ein Startup? Schaffst du das in 3 Bullet Points zu erklären? Einfach machen. Also wenn man eine Idee hat, die richtigen Leute fragen. Es gibt super viele Unterstützungsmöglichkeiten. Es gibt Acceleratoren, Ansprechpartner an Universitäten für Gründungen. Ja. Und wenn ich eine Idee habe, egal wie verrückt die klingt, vielen Freunden erzählen, Feedback einholen, einfach umsetzen. Scheitern ist hier in Deutschland vielleicht noch so ein bisschen ein Begriff, den man nicht benutzt. Mhm. In den Staaten sieht das schon ganz anders aus. Aber ich würde da wirklich jeden ermutigen oder jede ermutigen, die eine Idee hat, macht das einfach. Das macht Spaß. Man kann da nur dran wachsen. Ja, wir haben 2 schöne Modelle, finde ich auch. Bei dir weiß ich gar nicht, inwieweit ihr nochmal Investoren unterstützt seid. Aber halt auch, dass es auch Bootstrap geht, ne, wie man so schön sagt. Oder eben auch mit Investoren. Also die erste Idee haben wir tatsächlich gebootstrapped, MintAI mit der Schadenssteuerung oder Schadensmeldung, betreuen da mehrere 100 Autohäuser mittlerweile. Das Ganze ist in einer Feierabendgründung entstanden, auch sowas geht. Mhm. Es gibt aber auch Geschäftsmodelle, wo es einfach Sinn ergibt, wo man stark wachsen muss, sich da Investoren reinzuholen. Jetzt in unserem TRG-Handel sind wir investiert durch die Tönnies-Gruppe, Weltmarktführer im Bereich Kfz-Registrierung, die uns da als strategischer Investor einfach auch nochmal mit Branchenerfahrung helfen, mit einem Riesennetzwerk helfen. Und da kann man beide Wege gehen. Ja. Karl, dein Modell ist ja im Süden von Deutschland angesiedelt. Jetzt kommt jemand aus Niedersachsen vielleicht und möchte gerne mitmachen. Wie geht denn das? Gerne. Also wir bieten unseren Service auch für andere Autohäuser an, andere Firmen, andere Tankstellen, Hotels, alles was Zielgruppe ist. Wenn derjenige das selbst machen möchte, können wir auch unterstützen, ein bisschen Know-how weitergeben natürlich. Mhm. Aber grundsätzlich, das ist nicht ganz einfach, es ist aber auch kein Hexenwerk, wie der Kollege sagt. Man muss auch viel probieren, einfach sich herantrauen. Jeder von uns hat, glaube ich, schon mal mehr oder weniger gebremst bei der Entstehung dieser Geschichte. Kollegen lachen alle. Und wichtig ist halt, dass man dann einfach zurückschauen, ja, aber daraus lernen und dann sich neue Ideen holen, neue Ideen umsetzen, ist immer wichtig, dass man einfach vorwärts kommt. Ja. Also wir sind stark in unserer Region unten, in Südostbayern, vorhanden, bauen da auch mit unseren Kunden ein eigenes Ladenetz auf, wo sowohl wir unseren Kunden anbieten können, sie können vergünstigt laden, als auch unsere Gewerbeflottenkunden, denen ihre Mitarbeiter oder denen ihre Kunden können da günstig laden. Also wenn man offen und auf Augenhöhe miteinander spricht, dann können da sehr, sehr gute, tolle Sachen entstehen. Ja. Markus, wir katapultieren uns oder wir machen dich kurz mal jünger. Du bist jetzt wieder 20 und startest in einem Autohaus irgendwo in Deutschland und triffst auf deinen neuen Chef. Was wünschst du dir von ihm, um genauso wie damals diese Chancen zu haben, sowas aufzubauen, auch entwickeln zu können? Was ist dein Wunsch schon immer noch? Ne? Also wir haben gestern über die Generation Z geredet, aber du warst, glaube ich, schon sehr früh ein Innovator. Was braucht jemand wie du, um zu wachsen? Also grundsätzlich wünsche ich mir auch heute noch von allen Geschäftsführern, die da draußen sind, ein Mindset. Einfach die Offenheit. Und Max hat es so schön gesagt, seid einfach offen und hört euch diese Ideen an.
Und ich hatte das Glück, dass wir bei Kunstmann eine Inhaberfamilie gehabt haben oder haben, die das immer noch tut. Und wenn ich noch mal 20 wäre, wäre das auf jeden Fall mein Wunsch, einfach auch gehört zu werden. Und ja, es ist für junge Leute natürlich schwierig, gehört zu werden. Aber dafür muss das Autohaus diese Struktur schaffen, um auf solche Menschen, die mit solchen Skills vielleicht auch kommen, einfach zu hören. Ne? Und das wäre schon ein Wunsch, an den ganzen Handel zu sagen, ja, wir hören hin und wir schaffen vielleicht eine Struktur, damit wir einen immensen Austausch haben. Wer hat denn welche Skills und wer hat denn welche Ideen und sind die so verrückt? Und auch wenn sie verrückt sind, können wir sie vielleicht doch umsetzen. Mhm. Dann einfach machen, was Max gesagt hat. Ne? Ja. Macht. Einfach machen und du hast auch gesagt, und auch an denjenigen glauben, Raum geben, ne? Dass derjenige das Vertrauen ist ein ganz starkes Stichwort. Ne? Ja. Wenn ich kein Vertrauen in meine Menschen habe, dann wird da auch nichts draus werden. Mhm. Aber das ist erstmal ein Geben. Ne? Natürlich von entweder, ob das der Investor ist oder der Autohausinhaber oder ist es nur der Vorgesetzte. Vertrauen muss da sein und zuhören. Sehr schön. Sebastian, mit dir möchte ich nochmal in die Stadt der Zukunft gucken. Wir haben einmal eher einen Landvertreter mit dabei und mit dir möchte ich nochmal kurz in die Stadt gucken. Ich selber komme ja aus Berlin, wohne in einer Fahrradstraße. Da ist die Autobahn der Fahrräder da. Ist das so ein bisschen auch dein Zukunftsmodell, dass du sagst, die Stadt wird aufgeteilt, man lebt nebeneinander? Wo siehst du so ein bisschen der Wunsch auch? Was passiert mit deinem Fahrrad? Also nebeneinander würde ich nicht sagen, sondern es muss ein guter Mittelweg gefunden werden, ja, wo sich die unterschiedlichen Mobilitätskonzepte adäquat ergänzen. Ja, und da sage ich auch ganz bewusst miteinander. Ja, für alle muss Platz geschaffen werden. Ich denke, und da bin ich auch sehr radikal, wenn ich jetzt wirklich mal 5 oder 10 Jahre reinblicke, das Thema Auto muss nicht kannibalisiert sein, es muss aber anders aufgestellt werden, um einfach den Menschen wieder mehr Raum zu geben. Ja, da geht es auch um Entfaltungsfreiheit, ja, und da geht es immer noch um unsere Bedürfnisse letztendlich. Ja, wir nutzen ja das Auto oder die Mikromobilität oder Last-Mile-Konzepte für die Fortbewegung, ja, und das muss sie auch bleiben. Aber sie braucht einen entsprechenden Aktionsradius. Deswegen ist es für mich ganz da wichtig, wenn wir jetzt auf das Stadtbild blicken, dass dann Verbund stattfindet. Ja, und die jeweiligen Akteure oder Bereiche müssen halt miteinander kommunizieren. Das ist ganz da wichtig. Aktuell arbeiten gefühlt alle noch so ein bisschen gegeneinander, obwohl sie eigentlich wissen, sie müssten dorthin. Letztendlich, weil, wie gesagt, auch politisch getrieben, gesellschaftlich getrieben, da sind auch viele Vereine und Akteure mittlerweile schon sehr progressiv unterwegs. Ja, ich nenne hier auch mal einen bei uns sehr aktiven Verein, den ADFC. Super geile Konzepte, die sie vorstellen, wo sie das Auto nicht kannibalisieren, sondern einfach ein bisschen umstrukturieren, ja, einfach die Wege trotzdem offen halten, das Fahrrad ein bisschen mehr reinholen und sei es mal die Mikromobilität im Allgemeinen. Und auf einmal ploppen da total grüne Stadtbilder auf, ja, wo du einfach sagst, ey, das ist Lebensqualität, die man dabei eigentlich wieder gewinnt. Ja, und das finde ich so ein bisschen schade, dass wir eigentlich da in die falsche Richtung uns entwickelt haben. Jetzt ist der Platz teilweise gar nicht mehr da, ja, und die Umgestaltung fällt halt sehr schwer, ja. Sicherlich kann man da jetzt auch mal Paradebeispiele nennen, wie zum Beispiel gern genannt auch Kopenhagen. Die machen sehr viel richtig, auch nicht alles, das muss man auch dazu sagen. Aber da sieht zumindest das innerstädtische Bild halt schon anders aus, ja. Und deswegen sehe ich das, wie gesagt, in der Ergänzung. Für mich wäre das ein großer Wunsch, ja. Wie gesagt, ich bin auch viel zu Fuß unterwegs, mit Kind, mit Hund und Co. Und alles ist eigentlich zu asphaltiert oder betoniert, so. Und das finde ich ein bisschen schade, so. Und das nimmt einfach auch Qualität letztendlich, ja. Das heißt, man setzt sich doch wieder ins Auto, um rauszufahren, so. Und wenn man das doch ein bisschen anders aufteilen würde, gäbe es da, glaube ich, neue Potenziale, neue Chancen. Ja, und wie gesagt, ein neues Gesamtbild. Mhm. Okay, angesichts der Zeit machen wir noch eine kleine Abschlussrunde. Das nächste Thema wird ja das Thema Nachhaltigkeit sein. Und auch das Thema Nachhaltigkeit, warum es dann auch ein lohnendes Geschäftsmodell ist, aber vielleicht auch Mission und Purpose getrieben. Das Thema Klimawandel ist uns allen bewusst. Ich glaube, wir haben gestern auch sehr viel schon darüber geredet, dass diese Zahlen im exponentiellen Wachstum im negativen Sinne etwas sind, wo wir uns auch tagtäglich mit konfrontieren sollten. Wie ist dann eure Sicht von der Rolle von eurem Startup, aber vielleicht auch von der Mobilitätsbranche in Sachen Nachhaltigkeit? Was sind vielleicht auch eure Wünsche, die ihr nochmal so als letzten Satz oder Sätze an die Industrie oder an eure Kollegen da draußen, mit denen ihr auch partnert, ausdrücken wollen? Wer mag anfangen?
Frage überrascht euch jetzt vielleicht ein bisschen. Ich kann gerne anfangen. Super. Also wir haben eine Nachhaltigkeitsstrategie, uns ist das Thema sehr wichtig, gerade weil wir im Emissionshandel tätig sind. Dazu muss man wissen, der Emissionshandel an sich, unterm Strich wird ja kein CO2 eingespart. Ja. Jemand, der CO2 einspart, kann das Ganze veräußern, jemanden, der viel CO2 emittiert. Deswegen haben wir eine Nachhaltigkeitsstrategie definiert, die auf 3 Säulen aufbaut. Wir haben da soziale Komponenten mit drin, wir haben da ökologische Komponenten mit drin und wir haben da ökonomische Komponenten mit drin. Und ja, im Bereich Ökologie bieten wir unseren Nutzern im Registrierungsprozess die Möglichkeit, dass man Teile der Prämie abtreten kann für nachhaltige Maßnahmen. Mhm. Im Bereich Offsetting pflanzen wir Bäume mit ausgewählten Partnern hier in Deutschland. Wir wollen Ladeinfrastruktur, öffentliche Ladeinfrastruktur aufbauen. Und das sind dann so Möglichkeiten, wie wir versuchen wollen, den THG-Quotenhandel in ein nachhaltiges Geschäftsmodell zu transformieren, dass das auch langfristig funktionieren kann. Mhm. Okay. Wie sieht es mit euch dreien aus? Magst du? Dann fange ich an. Und Nachhaltigkeit für uns natürlich auch ein Riesenthema, wobei Nachhaltigkeit ja viele Aspekte betrifft. Umweltgedanke zum einen, was aber auch wichtig ist, Nachhaltigkeit gegenüber unseren Kunden, gegenüber den Mitarbeitern. Und ich finde, man muss das Gesamtkonzept auch wieder da sehen. Es muss ja alles Hand in Hand gehen irgendwo. Und es muss ja Sinn machen und es muss langfristig Sinn machen, dass es wirklich nachhaltig ist, auch in dem Bereich. Mhm. Und da gilt es halt auch darauf zu schärfen und so mit offenen Augen durch die Firma zu gehen und zu hinterfragen, ist das alles so richtig, was man macht? Ja. Und da müssen alle Mitarbeiter mitspielen, da müssen die Kunden teilweise mitspielen und sagen, hey, ich hätte da eine Idee. Und wenn man als Firma offen mit dem Kunden umgeht, dann kommen auch Ideen zurück tatsächlich. Mhm. Und das ist auch, was nachhaltig eine Kundenbeziehung gut und erfolgreich macht. Ja. Gehört auch dazu. Nachhaltigkeit, ja. Wir sind eine Bude, die eine Plattform gebaut hat. Ne? Und auch da, Karl hat so schön gesagt, die Mitarbeiter natürlich mitnehmen. Auch da muss der Gedanke einfach da sein, dass Nachhaltigkeit in all dem, was wir tun, ganz normal ist. Und für unsere Plattform Lead4K ist es eigentlich ganz gut, weil wir sorgen für Nachhaltigkeit, wenn wir sagen, okay, wir handeln auch die Leads der Segmente beispielsweise 3, die älteren Fahrzeuge. Lasst sie länger in den Markenwerkstätten, sorgt dafür, refurbished, haben wir vorhin gehört, einfach lasst das Fahrzeug länger auf der Straße und sorgt so für Nachhaltigkeit. Also ist das für uns vielleicht der Gedanke, auch hier nochmal stärker dahin zu gucken. Super. So, Sebastian, du hast eine Minute. Ich gebe mir Mühe. Ja, ich kann eigentlich alles genau bündeln, jetzt so wirklich aus Produktsicht. Urban ist eigentlich in dem Kontext auch entstanden. Es war das absolute Ziel, die Produktionsprozesse, ja, um das Produkt wirklich in Deutschland anzusiedeln. Das haben wir geschafft. Haken dran, check. Wir gehen aber weiter. Wir kommen auch wirklich auf Unternehmensebene. Ja, das heißt, wir führen unser Unternehmen holokratisch. Das heißt, jeder darf sich voll entfalten, hat sofort Verantwortung. Ja, hatten wir vorhin auch das Thema. Wir nehmen denjenigen ernst. Wir nennen das auch Humanzentrierung. Das ist ein verwurzeltes Axiom. Dann haben wir natürlich die volle Transparenz über alle Share- und Stakeholder, auch in Produkt- und Prozessabsicht letztendlich. Ja, und wir gehen sehr tief verwurzelt bis in den Prozess rein. Ja, wir haben wirklich Werkstoffrecycling mit drauf, wir haben das Refurbishment mit drauf, wir haben selbst in unserem Verpackungssystem ein Kreislaufprinzip auf Produktionsebene eingeführt, ja, wo wir sozusagen alles wieder zyklisch reinholen und zurückholen oder zurückbringen. Ja, also wir sind da wirklich von Kopf bis Fuß nachhaltig ausgerichtet und haben auch ein eigenes Prädikat drumherum gebaut, das nennt sich Fair Frame, bewusst in Analogie zu Fair Trade, um nicht Pseudomarketing zu betreiben, sondern eigentlich mehr zu sensibilisieren. Was machen wir da? Wir wollen gern einladen, wir wollen mitnehmen und Produktion darf auch wieder in Deutschland stattfinden. Tolles Schlusswort. Ganz lieben Dank, das war eine mega Runde. Ihr seid total innovativ und ein tolles Beispiel dafür, wie man mit schönen Ideen da draußen dann auch den Mobilitätsmarkt gestalten kann. Dankeschön.